Hallo, das ist ein typischer Rasenmäher vom Discounter. Eigentlich gar nicht so schlecht. Der Motor ist recht kräftig. Also das Mähwerk funktioniert ganz gut. Das Ding hat eine Höhenverstellung. Das Problem ist aber, wenn man sich die Räder anguckt, die halten ungefähr ja, knapp 2 Jahre, wenn überhaupt, so wie die konstruiert sind. Ja, ein typisches Verschleißteil, was dafür sorgt, dass der Rasenmäher dann wahrscheinlich auf dem Müll landet. Bloß weil sich eins der 4 Räder als erstes dann verabschiedet. Und ich möchte nicht wissen, wie viel von diesen Geräten dann jährlich auf dem Müll landen. Das Problem lässt sich recht einfach lösen mit einem Rad aus dem 3D-Drucker. In dem Fall sind hier an der Stelle nochmal 10er Kugellager auf der Achse mit eingedruckt und das Ding läuft damit zuverlässig. Und ansonsten, wenn man sich das alte Rad anguckt, dann sieht man, dass das hier dann schon im Prinzip am Lager sich jedes Mal zerlegt, beziehungsweise dann auch außen reißt. Und ja, die Kosten belaufen sich auf so circa 60 Cent pro Kugellager, zwei Kugellager pro Rad. Und naja, der Druck dauert zwar einen ganzen Tag von diesem doch recht großen Rad, wenn man es stabil haben möchte, aber ich schätze, die Druckkosten liegen immer noch einschließlich Strom unter 1 Euro. Also schafft man es für ungefähr so 10 bis 15 € dem Rasenmäher ein zweites Leben zu verschaffen. So, die Druckdaten sind bei den Anmerkungen. Viel Spaß damit, und ich hoffe, noch der ein oder andere Rasenmäher wird vor der Verschrottung gerettet.